Mustafa Wali musste aus Syrien flüchten. Seit 10 Monaten lebt er nun in Österreich. Hier wurde bei ihm Multiple Sklerose diagnostiziert. Nach einem Krankenhausaufenthalt in Baden wurde er wieder zurück ins Aufnahmezentrum Theiskirchen geschickt. Vor wenigen Monaten dann hat ihn der Politikwissenschaftler Nadim Mazarwe bei sich zu Hause aufgenommen. Er unterstützt Mustafa Wali auch beim Erlernen der Sprache. Ich mache das gerne, ich habe mich darauf eingelassen. Und es ist Teil der Aufgabe, die ich gerne übernehme. Besonders sind wir dahinter, einen klaren Status für ihn zu kriegen. Mein Name ist Wali Mustafa. Wir wissen, wie schwer Deutsch als Fremdsprache zu erlernen ist. Und er kommt langsam, aber stetig voran. Ja. Man muss die Sprache lernen, um in der Gesellschaft anzukommen. Ohne Deutsch geht das nicht. Ich will auch etwas geben. Seit einigen Monaten engagiert sich Nadim Mazarwe für Flüchtlinge in Theiskirchen. Dort lernten sich die beiden Muslime auch kennen. Ich fand den Gedanken schwer verkraftbar oder bedrückend, dass manche Menschen mit 50, 60 anderen Personen in Schlafsälen leben, Familien, unter schlimmsten hygienischen Bedingungen, worüber Amnesty International ja berichtet hat. Und ich habe gleichzeitig leeren Wohnraum, damit kam ich nicht zurecht. Für mich ist es eine religiöse Verpflichtung zu helfen. Hier fühle ich mich nun wie ein Mensch. In Theiskirchen war das anders. Ich bin ja krank. Das war schrecklich dort. Nadim hilft mir. Jeden Freitag gehen Nadim und Mustafa gemeinsam zum Gebet. Diesmal in die Moschee von Theiskirchen. In der muslimischen Gemeinde ist man um die Flüchtlinge bemüht. Für viele ist die Gemeinde ein Zufluchtsort. Seine Familie in der Türkei zahlen kann. Das Schreckliche für ihn, und wo er mir auch gesagt hat, dass er, obwohl er ein sehr religiöser Mann, sehr gläubiger Mann ist, überlegt hat, seinem Leben ein Ende zu setzen, ist, als er gemerkt hat, er kann seiner Familie nicht mehr das Geld für die Miete schicken. Meinen Kindern geht es sehr schlecht. Sie fragen mich immer, Papa, wann können wir zu dir? Papa, wir brauchen dich. Uns geht es sehr schlecht, wir brauchen dich bei uns. Und ich kann nichts tun. Ich kann sie nicht sehen. Und ich kann ihnen nicht helfen. Ich wünsche mir, dass meine Frau und meine Kinder zu mir kommen können. Dass ich sie in die Arme nehmen kann. Und dass meine Frau mir zur Seite stehen kann. Das Asylverfahren des Syrers zieht sich nun schon über Monate. Was ich in dem Fall besonders dramatisch und auch unverständlich finde, ist, dass er seit über 10 Monaten in Österreich ist. Und das mit einer mehr als plausiblen Begründung. Also er wurde politisch verfolgt, sein Bruder verschleppt. Er war bedroht vom Tod. Er ist ein politisch Verfolgter. Und er hatte trotz dieser ganzen Situation noch nicht mal ein Treffen für ein Interview. Mustafa Walis gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich dramatisch. In Theiskirchen blieb die versprochene Behandlung jedoch aus. Mustafa ist nicht schon immer schwer krank und auch nicht im Krieg krank geworden, sondern hier. Und umso mehr denke ich, dass wir eine Verantwortung für ihn haben. Ich wünsche mir für Mustafa sehr, sehr, dass sein langer Leidensweg endlich ein Ende findet und er ein Leben führen darf, wie er sich's wünscht.